Herzlich willkommen zu Silvia kocht. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind und auf Sie wartet heute eine wundervolle Sendung bei bestem Wetter. Wir sind unterwegs im Südburgenland und da besuchen wir das Zickenthaler Moor und wir sind auch zu Gast bei den berühmten Zickenthaler Moorochsen. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Außerdem sind wir auf einem Bauernhof, da haben die Kinder das Sagen und die Erwachsenen dürfen mithelfen. Und natürlich gehen wir auch heute wieder regional einkaufen. Und dann wird mit den Produkten gekocht. Es gibt den berühmten südburgenländischen Bohnensterz. Und am Ende lassen wir uns mit was Süßem verwöhnen, mit Wipfelsirup. Ich freue mich sehr darauf und wünsche Ihnen viel Vergnügen. Unsere heutige Reise beginnt im größten Niedermoor des pannonischen Raums. 12.000 Jahre alt, 42 Hektar weit und 13 Meter tief ist das Zickenthaler Moor. Unendliche Weiten für lange Sonnenstunden an der frischen Luft. Und perfekter Ort, um mit Gernot Kremsner, Bürgermeister von Rohr im Burgenland, über diesen Naturschatz zu plaudern. Wenn man so ein tolles Naturschutzgebiet hat in der Gemeinde, was bedeutet das für Sie als Bürgermeister? Na, für mich als Bürgermeister bedeutet das einfach, dass wir da das größte Niedermoorvorkommen im pannonischen Raum eigentlich haben. Und eine Fläche von 42 Hektar ist eigentlich ein Naturschutzgebiet. Gell? Und dann ist einfach im Jahr 2003, haben sich Leute da wirklich die Arbeit gemacht, haben diesen Moorwanderweg gestaltet. Und bedeuten tut das für uns als Gemeinde in mehrerer Hinsicht etwas, weil einfach wir die Natur erhalten, weil wir das alles pflegen. Dann unser Moorvorkommen, was wir haben, ist ja auch ein Heilmoor. Das ist schon für unsere kleine Gemeinde, wir haben 400 Einwohner, schon super, wenn du da oft irgendwo hinkommst und man sagt, von was bist her, sagst du aus Rohr Natur, wo das Moor ist oder wo die Moorochsen sind. Und das freut mich einfach, ja. Und man lernt hier auch viel. Also für die Kinder gibt es ja einiges zu studieren. Genau so ist es, ja. Sie lernen einfach durch unsere Moorbegleiter, die ja wirklich geschult auch sind, einfach vieles von der Natur, dann von der Entstehung des Moores, wie viele Jahre das gedauert hat, bis das einfach wirklich so weit war. Und das ist auch wichtig. Ja, es gehört einfach zur Bildung dazu. Und man ist in der Natur draußen. Die Schülergruppen, wenn sie da sind, die verbringen da wirklich schöne Tage. Zur Seite steht dem Bürgermeister rund um das Naturschutzgebiet Helga Galosch. Sie ist die Projektleiterin des Vereins Rund ums Moor und erklärt uns, warum Moore so wichtig für den Klimaschutz sind. Die Moore sind ja weltweit die wahren Klimaschützer. Sie speichern ja das CO2 aus der Luft und geben es auch nicht mehr ab. Deswegen sind sie wirklich ganz wichtig und sie speichern laut Informationen mehr CO2, ums Doppelte mehr CO2 als die Wälder. Ja, wirklich? Ja, also da sind die Moore und das ist ja das, was wir sehr bewusst machen möchten, dass es jetzt natürlich um Naturschutz geht, um Vogelschutz, aber hauptsächlich auch um Klimaschutz. Und das haben wir bei unseren Führungen auch eingebaut, dass wir den jungen Leuten, wir haben sehr viele Schulgruppen, die zu uns kommen, dass wir ihnen halt einfach mitgeben möchten, achtet auf die Natur, das Moor ist wichtig, es muss erhalten bleiben und das ist eine unserer Hauptaufgaben und das ist eine sehr schöne Aufgabe. Das heißt, wenn ich da bei euch spazieren gehe, tue ich gleichzeitig was für den Naturschutz, ich tue was für die Gesundheit. Auf jeden Fall. Ich tue was für die Region. Genial, ja. Ja, genau so soll es sein. Na, Gott sei Dank habe ich gescheite Socken an, da fängt es mal an. Und da kommt auch voll die Klimaschützerin in mir zum Vorschein, wenn ich mit großem Vergnügen durch den Heilschlamm warten darf. You put my little hands up in the sky from the start. Let me dance upon the stars when they come falling down. You wouldn't miss it, you wouldn't kiss it, good night. Ja, da versinkt man voll. Gerlich. Das ist jetzt gesund, gell? Ah, gut.
Sobald man im Moor genügend für die eigene Gesundheit und den Umweltschutz getan hat, kann man im nebengelegenen Bächlein kneipen. Oder so wie ich, Füße waschen. Es ist eher kalt, sag ich jetzt einmal. Put my little hands up in the sky from the start. Let me dance upon the stars when they come falling down. You wouldn't miss it. Die wichtigsten Naturschützer des Moors sind übrigens die Zickenthaler Moorochsen, wie uns Werner Sinkovic erklärt. Seit 2004 ist der ehemalige Landwirt auch der Obmann des Vereins Rinderweide am Zickenthaler Moor und weiß um die Bedeutung des Weiderinds Bescheid. Herr Sinkovic, herzlichen Dank, dass wir da sein dürfen. Ich muss ehrlich sagen, so viele Zaungäste im wahrsten Sinne des Wortes haben wir normalerweise nicht. Wo sind wir hier? Ja, wir sind da bei der Heimat. Das Zickenthaler Moorochsen. Hey, du bist ja wirklich ein Zicke, hä? Ja. Es ist vor allem, sind diese Ochsen, sind die Schützer des Naturschutzgebietes rund ums Zickenthaler Moor. Das heißt was? Diese Tiere beweiden rund um das größte pannonische Niedermoor die Flächen, ungedüngte Flächen. Dadurch wird das Moor geschützt durch Stickstoffeintragung und dergleichen. I'm on First Street and I'm waiting. Cars are passing by anticipating. I keep waving, but no one picks me up. Nur schwer sagt man den schönen Tieren auf Wiedersehen. Aber in Marktallau wartet am nächsten Tag schon der nächste regionale Produzent auf mich. Oder soll ich besser sagen, Produzentin? Das ist die Familie Koch. Die ist ziemlich groß. Martin und Katrin Koch mit Sohn Georg sind für den Milchbetrieb zuständig. Stefan und Birgit Koch mit Andreas und Simon kümmern sich um das Getreide und die Hühner. Und Christa Erdeli, geborene Koch mit Tochter Ruth und Sohn Adam, kümmern sich um das regionale Essen. Und alle Kinder kümmern sich um alles. Hitchhiking through the galaxy. Die Kühe sind halt zum Futter. Das ist der Double Ranger. Das zahlt sie auch, wenn die Kühe nicht ganz tun, das, was man will. Oft zahlt sie das in einer Stunde. Ausmisten ist zum Tun. Kälber waschen. Dass man da einer gleich kann und gleich bei den Tieren eigentlich ist. Und das finde ich super, weil ich mag Tiere sowieso immer. Habe es immer schon gern. Und man sieht halt manchmal, werden welche geboren, wo man live dabei ist. Und das ist dann, also muss man ganz leise sein, ja, und das ist eigentlich ganz cool. Momentan wären aber noch die Eltern unserer kleinen Jungbauern zuständig. So, und du verratst mir jetzt das Erfolgsgeheimnis, dass eine Familie so gut miteinander arbeiten kann, ohne dass sie alle gegenseitig in die Haare kriegen. Ja, weil jeder seine Bereiche hat, wo er anschaffen darf und selber arbeiten darf. Du, erklär mal, wie funktioniert das im Burgenland mit den Erbhöfen im Vergleich zu anderen Bundesländern? Also in anderen Bundesländern war es üblich, dass der Hof an eine Person übergeben geworden ist. Ja, da haben dann die anderen Kinder alle mitarbeiten müssen. Und im Burgenland war es eigentlich immer schon so, dass der Hof aufgeteilt wurde. Und dadurch hat sich jeder selber versorgen können und hat halt auch arbeiten gehen müssen eigentlich. Aber ja, dadurch hat jeder eine Lebensgrundlage gehabt und hat in die Knechtschaft gehen müssen. Was ist dir als regionaler Produzent wichtig? Worauf achtest du besonders? Also mir ist der direkte Kontakt zum Konsumenten wichtig. Also so selbstbewusst muss man in Österreich sein, dass wir super Produkte haben, zu höchsten Standards produzieren. Und unser Hof ist offen, da können die Leute Tag und Nacht kommen, einkaufen, schauen, wie es die Tiere geht, wie wir umgehen mit den Tieren. Ich habe nichts zum Verstecken. Was mir besonders taugt, ist, wenn die Leute zu uns kommen und ihnen das schmeckt. Das ist eine Wertschätzung, die man sonst, wenn man die Masse liefert, nicht so erfährt. Und die regionalen Produkte der Familie Koch, die kann man auch ab Hof kaufen. Direkt vom Markt tun wir schon seit 30 Jahren. Die Leute haben sich zuerst eigentlich nur die Milch vom Haupttank überlassen. Dann hat die Mama angefangen zu Käsen, Käse, Topfen, Joghurt dazugekommen. Und jetzt ist das so stark angestiegen, dass wir sie im Frühsommer dann entschlossen haben,
in der Richtung zu investieren und haben einen Hofladen direkt am Hof, am Stall errichtet. Und genau in diesem Hofladen gehe ich noch schnell einkaufen. Wir brauchen Sauerrahm, Dinkelmehl und frische Milch. Damit geht's ab zu den Lafnitztaler Bauernspezialitäten. Das ist eine Vereinigung aus Bäuerinnen der Region, die gemeinsam regionale Schmankerl für Caterings zaubern. Christa Erdeli und Christa Singer machen heute original südburgenländischen Bohnensterz und Bohnensuppe für mich. Für den Bohnensterz wird Dinkelmehl in einem großen Topf unter ständigem Rühren erhitzt. Dazu kommt Salz und dann muss man alles gut linden. Linden, da wird das Mehl ganz heiß gemacht, trocken erhitzt im Topf. Nun erhitzt man in einem zweiten Topf ca. 35 Decker Schmalz. Die Regionalität ist uns einfach wichtig, weil das ganze Essen von irgendwo herkommt, was man nicht weiß. Nicht? Sie sind keine gelernten Köchinnen, aber echte Herzensköchinnen. Das liegt übrigens an ihren Ehemännern. Oft werden wir gefragt, warum das so gut schmeckt. Dann sage ich immer, ja, weil die Männer daheim so hartig sind. Dafür kochen sie alle so gut. Wird das also auch geklärt? So, jetzt die Action. Jetzt kommt die Action. Jetzt kommt die Suppe aufs heiße Mehl drauf. Das Dinkelmehl gießt man mit Sud auf, in dem zuvor ein halbes Kilo Wachtelbohnen gekocht wurde. Für diese Menge an Bohnensterz braucht es tatsächlich immer zwei Köchinnen, um ja nichts anbrennen zu lassen. So, und jetzt kommt das heiße Schmalz drauf. Das ist das Wichtigste, dass genug Schmalz beim Sterz ist, dass nicht bei den Ohren ausstappt. Nebenbei wird das übrige Bohnenwasser aufgekocht und mit etwas Kümmel gewürzt. Das ist für die Bohnensuppe. Dazu wird auch Sauerrahm mit einem Löffel Dinkelmehl verquirlt und in die Suppe gerührt. Den Abschluss machen die weichgekochten Bohnen, einmal für den Sterz und einmal für die Suppe. Zum Verkosten geselle ich mich wieder dazu. Und da präsentiert sich jetzt eine ganze Reihe an Möglichkeiten. Bohnensterz mit Suppe, Apfelkompott, Apfelmus, Milch oder Gurkensalat stehen zur Auswahl. So, jetzt kommt's zur Glaubensfrage. Sterz ist nämlich nicht Sterz. Das kann man total falsch essen im Südburgenland. Erklär das ein bisschen. Also falsch ist eigentlich nichts von Sterz, aber es gibt viele Varianten, die man dazu essen kann. Aha. Also man kann entweder Bohnenrahmsuppen dazu essen oder in Sterz in die Bohnenrahmsuppen eingeben und das miteinander essen. Ja. Oder man kann Apfelkompott oder Apfelmus dazu essen. Und der Gurkensalat? Ja, der Gurkensalat, das ist eine besondere Geschichte. Bitte. Also vor ein paar Jahren waren wir bei der Genussmesse in Oberwart und haben dort eine Bohnenrahmsuppe gekocht. Und nach ein bisschen Zeit sind dauernd Leute mit einem Teller zu uns gekommen und haben gefragt, ob sie auf ihren Sterz eine Bohnenrahmsuppe haben können. Ja. Haben wir sie gar nicht auskennt. Jetzt haben die Seminarbauerinnen in einer anderen Halle einen Bohnensterz gekocht. Mit Gurkensalat. Yeah. Und das geht gar nicht im Südburgenland. Es waren das nordburgenländische Seminarbauerinnen, die auf der Genussmesse Bohnensterz gekocht haben und Gurkensalat dazu serviert haben. Also ein totaler Fauxpas. Für uns schon, ja. Aber also trotzdem, länderverbindend habt ihr jetzt trotzdem den Gurkensalat hergestellt. Genau, ja. So, warte, was fange ich an? Ich fange mit der Suppe an, dass nichts passieren kann. Und die war jetzt eigentlich ganz einfach, gell? Ja, ganz genau, ja. Sauerrahm, Salz habe ich gesehen. Oder Kümmel. Kümmel. Mhm. Mmh. Hey! Gut! Ach, und man soll ja viel mehr Hülsenfrüchte essen. Also es ist eigentlich ein traditionelles Gericht, was aber in der modernen Ernährung auch total seine Berechtigung hat. Ah, absolut, das ist ja super modern jetzt nicht mehr. So, und jetzt den Sterz, oder? Mmh. Kann man da einen Speck dazu geben oder ist das? Oh, nein, da ist ja Schmalz dabei. Es ist ja Fastenzeit, also das geht ja eigentlich schon als fleischloses Gericht durch, würde ich sagen. Na bitte. Und da kommst du jetzt, wenn du magst, zum Beispiel das Apfelmus drauf. So. Dann sagst du uns, was du. Was ich präferiere. Genau. Mhm. Erst.
Ja, und wenn man die Bohnen auf die Nacht einwagt, ist das wirklich ein schnelles Essen, was man in 20 Minuten zubereitet hat. Das ist gut. So, jetzt Gurken. Ja. Das ist ein kleiner Gruß ans Nordburgenland. So, was tun wir jetzt? Das darf ich nichts sagen, gell? Ihr schaut es mir ganz genau. Mmh. Aber auch gut. Also Sie sehen, wir haben Frühstück, Mittagessen, Nachspeis und Abendessen auf einem Teller. Ja. Großartig. Also wenn man quasi reinkocht, ja, hat man gleich ja, die ganze Woche. Ins Burgenland muss man kommen, weil die sind nämlich schlau in Wahrheit. Super. Großartig. Und während ich mich noch in der Küche durch die unterschiedlichen Regionen koste, wird in Lockenhaus schon mal Feuer gemacht. Und zwar mit Tannenzweigen. Passend zu unserem nächsten Gericht. Dinkelmehl-Palatschinke mit frisch gemachtem Wipfelsirup. Christine und Bernd Kattoner heißen uns in ihrer Küche willkommen. Beide sind regionale Produzenten, die mit vielen guten Ideen und einem kleinen Hofladen schon viele Preise eingeheimst haben. Heute verrät mir Bernd eines seiner Spezialrezepte. Ich fühle mich ein bisschen weihnachtlich, muss ich sagen, weil so viele Zweige herumlegen. Und wir werden da jetzt gleich was kochen. Was ist das da? Das sind die Tannenwipfeln. Also wir machen es aus Tannen. Es ist im Prinzip egal, ob du jetzt Tannen nimmst oder Fichte. Mhm. Was machen wir jetzt? Wir machen aus denen einen Sirup. Ja. Ist das überhaupt nur erlaubt, dass man die Wipfel sammelt oder nur für ein paar Leute? Naja, sammeln darf man es prinzipiell aus dem eigenen Wald immer. Ah. Oder aus dem eigenen Garten. Ah, das verstehe. Ist nicht die Frage. Kennen Aber ansonsten muss man, sollte man den Eigentümer fragen, ob man darf oder nicht. Das ist ein guter Punkt. Ja, dann legen wir los. Du sagst mir, wie man das macht. Bitte schön. Also man nimmt einen Topf, einen leeren, dann sammelt man die Wipfel. Man nimmt an die 600 Gramm. Und einen Liter Wasser dazu und den weigt man dann halt ein bis zwei Tage ein. Je länger, desto besser und intensiver wird der Geschmack halt. Ich schau dir zu bei der Arbeit. Ich schau dir zu. Und da schau her, die Tannenwipfel. Ja. Das schaut schon mal gut aus. Was mir natürlich auffällt, ist das tolle Sackerl, wo du das rausglaubst. Was ist denn das? Das ist ein Frischhaltesack aus Bienenwachs, Jojobaöl und Baumharz. Und da kann ich Essen reingeben in das Sackerl? Essen kannst du reingeben, das kannst du in den Kühlschrank reingeben, da kannst du Lebensmittel aller Art einpacken drin. Nicht. Und was ist der Vorteil von dem, wenn das mit Bienenwachs ummantelt ist? Antibakteriell. Durchs Baumharz und durchs Wachs. Nicht. Wirklich? Ja. Und dadurch fängt er, zum Beispiel, wenn du ein Brot reingibst, fängst du nicht zum Schimmeln an. Hör auf. Ja. Das reicht uns? Ja, das reicht. So, Sackerl wird zur Seite. Ja. Ein kleines Wasser. Wasser, das ist das? Das, genau. Gut, das ist jetzt ein bisschen mehr wie ein Liter fast, oder? Oder genau ein Liter? Das ist ein bisschen mehr wie ein Liter, ja. Rein damit? Nur reinschütten, das ist der ganze, ja. Dass eben die Wipfeln bedeckt sind vollkommen. Und dann lässt man das halt auf der Zimmertemperatur halt. Mitunter könnte man auch dieses Tuch jetzt wieder nehmen und wieder abdecken. Also, das ist jetzt, ja. Das drauf. So ist das Ganze. Weil durch die Handwärme schmilzt das leicht an, das Wachs, und dann bleibt es so. Ach du, jetzt, das ist ja nicht blöd. Sie wissen, im Fernsehen vergeht die Zeit immer super schnell. Also zwei Tage vergehen wie im Fluge, weil wir haben da schon was vorbereitet. Und zwar das hier. Was ist das jetzt? Das ist jetzt praktisch der Sud oder Auszug davon, von den Wipfeln. Und das kocht man jetzt so ganz auf. Ich kann mich erinnern, dass gesagt worden ist, dass in diesen Wipfeln ganz viel Vitamin C drinnen ist. Ist das richtig? Ist richtig, das nennt man Tannin. Und das hat man eigentlich früher schon genommen, eben wenn man Erkältungserscheinungen gehabt hat oder eben eine richtige Erkühlung gehabt hat, hat man das zu sich genommen. Wie Hustensaft, mehr Hustensaft, oder weniger. Ja. Tada, super, das köchelt schon gut. Genau. Gehen wir es an, oder? Das heißt, das ist jetzt die reine Kraft, die da übrig bleibt im Richtig. Wasser. Ja, ja. So, und was da jetzt übrig bleibt, das ist der reine Wipfelsaft. Ja. Und den haben wir jetzt mit Zucker aufgekocht. Da kommt jetzt Zucker dazu, ja. Gut. Achtung, jetzt bloß keine Fehler machen. Sehr gut. Und jetzt? Sag mir nicht, dass da alles reinkommt. Doch. Wie viel ist das? Na ja, klar, es soll ja eins zu eins. Ein guter Sirup sein. Ja, genau.
ja. Huch. Man muss den Sirup lange köcheln lassen, damit er seine schöne goldene Farbe bekommt. Am besten bei mittlerer Temperatur bis zu 3 Stunden oder länger. Das ist jetzt quasi der eingedickte Sirup. Das ist der eingedickte Sirup. Ja. Der hat eine wunderschöne Farbe. Und für die Farbe brauche ich was? Zeit. Zeit. Und das fülle ich dann ab in Flaschen. Und das fülle ich dann in Flaschen. Wie lange ist das dann haltbar? Ja, mindestens ein Jahr. Ein Jahr? Ja. So, also das ist jetzt gesund, was wir da machen, natürlich. Warum ist denn das jetzt so gut? Ja, aber süß, ne? Weil es ja verdünnungshaft ist. Aber gut. Ja, gut. Mm. Man glaubt nicht, dass man einen Baum trinken kann. Ja, und es, im wahrsten Sinne des Wortes, es schmeckt, als würde man die Natur trinken. Es ist ganz interessant. Also dieser Duft, von dem ich zuerst gesprochen habe, dass der in der Luft ist und dass das nach Wald riecht, das hat man da 100% im Geschmack drinnen. Und was machen wir jetzt dazu? Ja, ja, jetzt darf ich mal sagen, wir machen eine gute Nachspeise drauf. Ja. Damit. Und wir werden Palatschinken machen. Palatschinken mit dem? Ja. Wirklich? Ja. Gehen wir's an. Los geht's. Noch schnell ein paar Tannenzweige in den Ofen für die gemütliche Stimmung und weiter geht's mit der Dinkelmehl-Palatschinke. Dazu 3 Eier schaumig schlagen und mit ein wenig geschmolzener Butter vermengen. So. Ungefähr einen halben Liter Milch dazu. Mhm. Ja. Ein bisschen Schlagerwurst dazu. Ja. Dazu kommen 400 Gramm Dinkelmehl. Weil es eben aus der Region ist und dazu noch Burgenland eigentlich, also Mittelburgenland, der größte Dinkelbauernanteil ist. Ah, okay. Ja. Etwas Salz und Bernds Spezialzutat. Und jetzt da kommt noch dazu ein kleiner Schluck halt, Wipfelschnaps. Das ist jetzt die Geheimzutat. Das ist die Geheimzutat. Wer tut denn in seine Palatschinken ganz Schnaps rein? Jetzt einmal ganz ehrlich. Da tue ich Keks backen da auch bei uns in der Familie. Ja. Und in gewisse Kekse auch Schnaps reingehört, haben wir gedacht, kommen wir mal die Palatschinken auch probieren. Na bitte, also na. Palatschinken mit Schwung. So, ihr Burgenländer, hä? Ja. Ist doch auch nur Ausrede. Aber es kommt dir wirklich nicht viel. Eine bescheidene Menge Schnaps. Ja, ja, ja. Gut. Gut, dann mal weg. Du so. Seite, ja. Und? So, und jetzt und Gas rühren. Geben. Nur rühren. Ja. Gut verrühren und die Palatschinke in der Pfanne machen. Gefüllt wird diese übrigens mit frischem Wipfelsirup und viel Liebe. So, danke mein Lieber. Hat Spaß gemacht. Danke dir. Super neue Art, eine Palatschinke zu kochen. Habe ich noch nie gehabt, so probieren wir, wie es schmeckt. Mahlzeit. Magst du noch mal ganz kurz sagen, was du für uns gezaubert hast? Palatschinke aus Dinkelmehl, also Bio-Dinkelmehl, ne? Ja. Mit eigenen gemachten Wipfelsirup. Ja. Und perfekt. Mit deiner Hilfe. Ich habe gar nichts getan. Ich habe gar nichts getan. Sie sind mein Zeuge und es schmeckt. Köstlich. Mm. Alle unsere Rezepte finden Sie übrigens auf extra.orf.at, auf tv.orf.at/Silvia kocht, in der ORF-Nachlese und im Teletext auf der Seite 356. Von diesen herzlichen Menschen verabschiedet man sich nur schwer. Aber das Burgenland lädt ja immer wieder ein. Egal ob mit seinen außergewöhnlichen Naturschutzgebieten, wunderschönen Tieren oder Menschen, die gerne ihr Handwerk zur Berufung machen und Lebensmittel im Einklang mit der nächsten Generation schaffen. Hier verwandelt man sogar das dunkelste Moor in helles Lachen. Ja, so lässt sich's leben. Danke, Südburgenland.